Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video. Wir spielen Terraria. Wir sind gerade dabei, den direkten Weg zur Hölle zu bauen. Ist das nicht? Ah Mann, jetzt habe ich schon wieder voll verwechselt. Ich habe mir eigentlich geschworen, das nicht mit Minecraft zu vergleichen. Außerdem ist das hier nicht die Hölle. Also der Nether oder ja. Und das Spiel ist halt auch nicht Minecraft. Und ich wollte gucken, weil wir nicht wüssten, was das hier für Fledermäuse ist. Also ich wusste das nicht. Und ich konnte so schnell nicht lesen, so schnell wie die schon tot waren. Die sterben einfach immer so schnell. Ja, wollte ich einfach mal gucken. Hier, kann man reingucken, was für welche Leute wir... Oh, wer ist das denn? Ach, der Greis. Ja, alles klar. Ich erinnere mich, das war nämlich auf der ganz, 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 ganz linken Seite. Da wollte ich auch nochmal hin. Jetzt, wo ich mich wieder dran erinnere, würde ich da liebend gerne nochmal hin. Ganz ehrlich. Einfach mal gucken, was da abgeht. Jetzt haben wir nämlich ein leeres Inventar und dann können wir nämlich perfekt da alles untersuchen. Mal gucken, was da so abgeht. Der ist einfach mal so da. Hin und wieder mal. Der extravagant gekleidete Handelsreisende reist fern und weit, um manchmal einzigartige Kulturwaren mitzubringen. Alles klar. Wohnt bei mir, seit kurzem sogar. Guck mal, Höhle. Weil er Bomben verkauft, denke ich mal, Sprengmeister. Alles klar. Und wohnt bei mir. Alles klar. Wir wollten aber irgendwas wegen der Fledermaus mal gucken. Jetzt rolle ich hier mit dem Maus, aber geht gar nicht. Ach, so muss ich gucken. Okay. Ja. Das ist ein Geier, der lebt in der Wüste, glaube ich. Das ist nur ein Vogel hier, ne? Ja, nee, nein, fliegender Fisch? Was ist denn hier los, sag mal? Das sind die Fische, die immer laufen, ne? Also auf dem, wenn es regnet. Ach, zu weit. Zu weit. Wo? Hier. Nein, Höhlenfledermaus. Hä, hieß die nicht anders? Ist hier ein Wurm? Nein, Verschlinger. Wir haben aber den hier noch, genau. Der Riesenwurm. Alles klar. Und hier haben wir die. Oh, Babyschleim. Und schwarzer Schleim. Oh, und was ist das? Haben wir den auch schon gesehen? Schleim-Mami? Niedlich. Ist doch ein Slime. Schleim. Ja, aber man bekommt immer Glibber. Guck mal, hier heißen die auch Schleim. Ich dachte, die heißen hier Glibber. Man bekommt aber Glibber, also die droppen Glibber, aber die heißen Schleim, alles klar. Nur die Fledermaus haben wir. Ach nee, hier die. Nee, die ist Dschungel. Wir sind ja nicht im Dschungel. Was ist das? Schnapper. Haben wir auch schon begegnet. Auf Durchreise. Hier haben wir Piranha, okay. Oh, hier oben sind Biome wahrscheinlich, wo es die gibt. Hier, nur in Höhlen. Und er hier. Spurenskelett. Oh, interessant. Keine Ahnung, was das sein soll. Das ist wahrscheinlich da, wo die auch vorkommen, ne? Ja. Alles klar. Seelenfresser. Alles klar, gut. Wissen wir Bescheid. Die hießen, die wir halt gekillt haben, die hießen einfach nur Höhlenfledermaus. Mehr nicht. Gut, dann wissen wir Bescheid. Alles klar, wir wollen weitermachen, den direkten Weg weiterbauen. Und zwar hier rüber. Hier haben wir noch ein paar Spinnennetze und so. Wir haben auch den Helm auf, damit wir uns nämlich eigentlich nicht überall Fackeln hinsetzen müssen. Naja, den Krug da oben lasse ich mal Krug sein. Ich will da endlich rüber. Obwohl ich gerade gesagt habe, ich würde gerne nochmal hinten zu dem Dings. Aber stimmt, ich wollte das erst machen, wenn wir uns Portale leisten können. Aber hier haben wir halt kein Gold. Und hier würde ich gerne vorausschauend sehen, was hier abgeht. Was irgendwie gar nicht so drin ist. Wasser haben wir hier unten. Okay, ich baue mal hier so diagonal rüber. So weit wie ich ankomme. Ich weiß gar nicht, wie weit kann ich? Weiter nicht? Loser. So. Na komm. Oh komm, ey. Mach einen langen Arm. Hä? Ich habe noch 900. Ich dachte, das sind 900 und 950. Alles klar. Gut, was haben wir hier? Noch ein Krug. Ich bewaffne mich mal. So, Silber und Kupfer. Gold wäre mir lieber. Wir sind immer noch nicht da und wir haben noch einen ganz weiten Weg, ne? Komm, wir graben uns hier weiter. Ist zwar, denke ich mal, eine andere Höhe, aber ist doch scheißegal, oder? Und hier lang. Wir lassen... Oh, guck mal, da sind wir ja schon. Hier haben wir so. Und hier haben wir so. Also, jetzt sind wir da. Also, im Prinzip sind wir schon da.
könnten uns schräg runterbauen jetzt hier, ne? Normalerweise, weil wir es wissen. Ich versuch's mal. Hier so diagonal runter. Ich hab's heute mit dem Wort diagonal, oder? Und somit haben wir endlich einen zweiten Zugang zum zur Unterwelt. Es ist doch die Unterwelt, oder? Ich denke, ich bild mir ein, irgendwer hat mal in den Kommentaren geschrieben, irgendwas von Unterwelt. Also habe ich dieses Gebiet jetzt als Unterwelt betitelt. Ich weiß nicht genau, ob es die Unterwelt ist oder ob die so heißt. Vielleicht heißt sie ja auch... Oh, hier unten ist auch noch... vielleicht heißt sie auch einfach, weiß ich nicht, mysteriöse Pilzwelt unter der Erde mit gefährlichen Kreaturen. Also so wortwörtlich. Vielleicht hat der Entwickler das so genannt. Ich weiß nicht. Okay, Schlammblock, Drecksblock, Steinblock, alles für Blöcke. Also wir haben wirklich gleich wieder Inventar voll. Na gut, dass sich alles decken lässt, sonst hätten wir nämlich ein ganz großes Problem. Nee, Moment, ich wollte diagonal runter, weil... hier unten ist, glaube ich, Boden gewesen, oder? Nee, ist nicht. Ah, scheiße. Naja, mal gucken. Wir müssen uns da irgendwie zurechtfinden. Was war das eben? Der Vogel hat gerade irgendwas angegriffen. Die unterschiedlichen Steine, ne? Irgendwie scheinen die sich hier nicht zu verbinden. Das sieht dann total seltsam aus. Als wenn das einfach leicht rauszubrechen ist hier. So. Aber hier haben wir ja Licht, ne? Eigentlich. Dann brauchen wir ja keine Fackel hier. Normalerweise. Und außerdem haben wir ja den Helm auf. Dann sieht man meine Umgebung besser. Ich will hier den wegmachen. Genau. Gut, wir sind da. Okay, wieder Jojo auf die Hand und dann glühender Pilz, alles klar, Silber und ja. Also so Kleinigkeiten. Oh, da ist einer! Von die Dinger, die berüchtigten, die soll man halt mit Dings hier abbauen können. Lebenskristall. Yeah. Haben wir jetzt einen mehr? Erfolgreich erreicht, Herzensbrecher. Haben wir jetzt hier oben einen mehr? Ich weiß nicht genau. Kommt der jetzt hier hoch? Nee. Okay, wir wollen weiter. Was ist das denn noch hier? Nichts Besonderes als gerade. Wir wollen hier weiter. Guck mal, hier glüht es überhaupt gar nicht. Wirklich nur da, wo die Pilze sind. Ne? Und der gibt uns wahrscheinlich Knochen. Dann können wir uns nämlich diese komischen Anzüge da bauen. Hä? Achso, der. Alles klar. Ich verstehe, da war ein Steinchen im Weg. So, weiter geht's. Hier haben wir nur Wasser. Da kommt Wasser von oben wieder. Ich würde aber gerne hier entlang. Geh weg, Mann. Geh weg, Mann. Ich hab... Oh, hier unten ist noch was. Da hinten ist auch noch was. Leuchtstab, okay. Ja, die können wir auch einfach hinschmeißen, ne? Die lassen sich zwar nirgendwo hinsetzen. Die hier. Aber die kann man einfach hinschmeißen und dann leuchten die auch alles aus. Na toll, jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr hoch, oder? Doch, ich komme noch hoch. Aber hier geht's wahrscheinlich nicht weiter. Na komm, hoch da. Eine Füße. Kann ich nicht Doppelsprünge machen? Doch. Ah, jetzt so. Juhu, es geht. Aber hier ist auch nichts Besonderes. Kann maximal hier rüber. Dass der näher säuft, wa? Ich schau mich mal hier um. Hier haben wir jetzt von der Seite entdeckt. Und das haben wir von der anderen Seite entdeckt. Ich buddel mich mal hier unten lang, so. Mal gucken, was da abgeht. Einfach neugierigerweise. So, ja. Stirb, du, siehst du, da kriegen wir Glibber. Von dem Schleim.
Ich möchte hier nur einmal durch, bitte. Entschuldigung, können Sie mich gerne durchlassen? Schade, dann leuchtet es nicht mehr, ne? So. Kai. Komm, machen wir es komplett weg hier. Dann kriegen wir wenigstens die Steinblöcke. Ist ja auch nicht so verkehrt, ne? So. Au, au, au. Dieses Wechseln, das ist noch... also ist mehr so auf... was ist das denn? Was war das? Hä? Habe ich jetzt... Also, ich habe nichts eingesammelt, ne? Aua. Höhlenfledermaus. Und Spinnenweben. Nee, ehrlich, was war denn... Was war das? Habe ich da jetzt irgendwas... Ein Schädel, okay. Sieht auch sehr seltsam aus. Oha. Nein, hier. Lebenskristall. Verbrauchbar. Erhöht die maximale dauerhaft, ja? Dauerhaft? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, juhu. Okay, hat funktioniert. Achso, ich wollte gucken, was das andere war. Kann man hier leider nicht identifizieren. Wir haben Bomben noch erhalten. Was ist das hier? Topas, stimmt. Irgendwelche Diamanten, also, na, Diamanten nicht, edle Kristalle. So wie Saphire und so haben wir bekommen. Hier noch. Achso, hier, den wollte ich mal ausprobieren, ne? Komm, nutzen wir jetzt. Juhu, alles hell. Glaube ich. Nein, nicht ersaufen, bitte. Oh Gott. Da haben wir schlechte Erfahrungen mit dem Macht mit Wasser. Hier haben wir noch so etwas. Dann buddeln wir uns da mal rein. Da haben wir nämlich noch so eine goldene Truhe. Hätten wir jetzt eine Fee getroffen, dann hätte sie uns da ja, hingeführt, glaube ich. So wie eine Mal. Komm, die nehmen wir auch mit hier wieder. Das Ding hier auch hoch und halt. Nicht kaputt machen, einfach mal reingucken. Aha, haben wir schon. Ja, haben wir schon, haben wir schon. Haben wir alle schon. Was ist das? Mützen. Sieht seltsam aus. Aber doch. Ist genau dasselbe. So, alle einsammeln. Zack. Und, die nehmen wir auch gleich mit. So, dann wechseln wir wieder hier rüber. Dann gehen wir wieder aus dem Inventar raus. Dann nehme ich die Spinnenweben hier auch mit. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie sind sie mir richtig wertvoll, obwohl die gar nicht so wertvoll sind normalerweise. Spinnenweben findest du eigentlich überall. Bilde ich mir ein. Ach, hier sind die Schlickblöcke. Aber was machen die? Oh nein, Wasser. Na gut, wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie... Ah, verdammt, ich überschlag mich wieder beim Reden. Sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht. Ich renne einfach immer weiter, neugierigerweise. Guck mal, wie viel hier einfach mal aufleuchtet, ja? Dann hier hoch und dann hier rüber. Irgendwie wollen wir auch hier hoch. Ich glaube, ich gehe mal zurück und dann ja, von der Seite wieder rein. Dann schauen wir mal von hier, wo wir da hinkommen. So machen wir das. So. Dafür muss ich den hier nehmen. So. Flödermaus weg. Ich treffe die immer gar nicht so wirklich. So. Hier einmal hoch wieder. Zack. So. Wo kam jetzt her? Von da, ne? Scheiße. Naja, die Musik hier ist auch irgendwie gewöhnungsbedürftig. Findest du nicht? Oh nein, Spinnennetze. So, jetzt müssen wir da hoch. Hier hoch. Ihr könnt jetzt hier auch rüber, ne? Oh, hier haben wir lila, ne? Kristalle oder irgendwas. Ich guck mal, welche das sind. Neugierigerweise sind Amethysten. Ah, interessant. Alles klar, weiß ich Bescheid. Was können wir daraus herstellen? Können wir ja Dings fragen hier. Unseren Andrew, der weiß nämlich immer alles, was man aus was herstellen kann. Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Es leuchtet 7 Meter weit. Weil das nämlich hier so beleuchtet ist um den Typen. So, und dann habe ich gesagt, hier oben wollen wir weitermachen. Ne? Hier irgendwie rüber.
Aber ohne Wasser, Mann. Was soll denn die Scheiße immer mit dem Wasser? Ich habe lange keinen Bock mehr auf diese ganze Wasser. Also nicht nur, weil ich da, ne, schon mal gestorben bin drin, aber ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses Wasser. Wenn ich jetzt hier aber weiter buddel, dann müsste es hier abfließen, ne? Ne, warte mal. Ich bleibe mal auf der Ebene hier. Mal gucken, was da abgeht. So. Immer weiter geradeaus. Vielleicht saufen wir auch einfach elendig. Und dann ist das Spiel vorbei. Für immer. Kann man das durchspielen? Es gibt Endbosse, ne? Glaube ich. Ich habe aber bis jetzt noch nie einen gesehen. Geschweige denn irgendwie beschworen oder so. Ich glaube, man kann hier auch. Ohne Bombe. Man kann hier auch beschwören, ne? So, alles klar. Was haben wir hier oben? Immer erst dahin, wo man gar nicht hinkommt. Oder wo man nichts sieht. Siehste, guck mal an. Komm, wir müssen erst mal Wasser rauslassen. So wie immer, war ja klar. So, gut. Wasser ist weg. Und. Nein, was haben wir hier drin? Oha, was ist das? Eine Leuchtpistole. Und das ist die Munition dazu. Ja, Leuchtkugeln, okay. Wieder zwei Geld. Oh, wie wunderlich. Was ist das denn? Eichhörnchenstatue? Ich nehme trotzdem alles mit. Einen Amboss haben wir ja auch noch. Weiß gar nicht, kann der kaputt gehen? Wenn ja, dann haben wir hier noch einen zweiten. Also, alles kein Problem. Ist das ein Tisch? Nee, sah aus wie ein Tisch gerade. So. Okay, wir haben wieder richtig Beute gemacht hier. Guck mal, Inventar ist fast wieder voll. Wegen so viel Unterschiedliches, ja. So. Was ist das? Ach so ein Auge, ne? Als Statue. Nehme ich auch mit. Augapfelstatue. Hört sich schon irgendwie ekelhaft an, ne? Na gut. Hä, was soll das jetzt? Ach so, kann ich herstellen. Alles klar, gut. Oh mein Gott. Gut, was haben wir hier unten? Ich schmeiß da mal einen rein. Nichts Besonderes. Lass mal die Truhe da. Ich wollte die Unterwelt erforschen, ne? Und nicht hier sinnlos rumgucken. Obwohl ich, ne, habe ich hier einen guten Fund gemacht eigentlich. Oh, was ist das? Töte es! Was? Fusselkrebs. Fusselkrebs, ehrlich jetzt? Wer denkt sich die Namen aus überhaupt? Ach, 505 Games, ne? Da. Fusselkrebs. Ah, gucken wir mal. Haben wir gleich. Wahrscheinlich das letzte, was hier ist. Nee, auch nicht. Hä? Der hier? Flusskrebs. Oh Gott, jetzt erkenne ich das auch. Guck mal hier, zwei ekelhafte große Glubscher. Und denn seine Scheren. Fusselkrebs, alles klar. Ich glaube, den Namen, den hat er jetzt weg. Auf jeden Fall hier in dem Let's Play. Er wird für immer der Fusselkrebs bleiben, glaube ich. Okay. Was können wir hier machen? Ist einfach nur so da oder was? Ist eine Lampe, glaube ich, ne? Oh nein, nicht ertrinken. Na, wir ertrinken. Komm, wir wollen weiter. Was greifen wir denn hier an schon wieder? Vorsicht. Mit der Luft, ne? Sind das Lampen hier oder was? Die Dinger hier oben? Na komm, hoch da. Oh, hier eine Entenstatue. Ich habe ja gesagt, wir nehmen alles mit, aber nee. Glühender Pilz. Ach so, die hängen von der Decke. Auch cool. So, wo sind wir und wo wollen wir hin? Mal gucken. Hier oben waren wir, aber nicht weit. Hier geht's wieder zurück, da waren wir nicht. Und komm, lass uns mal hier hin. Irgendwie, wenn wir das hinkriegen. Hier, oh, Fische. Wir machen uns den Weg frei. Gut, gut. Wir machen uns den Weg frei.
ADAC. Weiter geht's. Ich bräuchte unbedingt mal irgendwas, was schneller buddelt. Also eine schnellere Spitzhacke oder irgendwie so. Eine bessere, ich weiß nicht. Dieses Kupfer war ja nicht besser. Ich glaube, hier kann man sogar eine Abbaugeschwindigkeit sehen oder so. Und da hat hier die Eisenspitzhacke tatsächlich besser abgeschnitten als der Kupferding. Na komm, wir sind gleich durch. Außerdem sind wir auch gleich durch mit, schon durch mit der Folge hier. Egal, wir überziehen einfach. So, okay, haben wir. Sehr schön. Ohne Beleuchtung. Ich glaube, je tiefer man kommt, umso bessere Gegner kriegt man, ne? Ich habe einen Regenwurm gekillt. Was ist hier? Eine Leiche oder was? Komm, wir fallen einfach runter. Was soll's? Alter, tatsächlich. Wir fallen wirklich ganz schön tief. Wir kommen hier nie wieder raus. Aber man sieht wenigstens den Weg noch. Das finde ich wiederum gut, ja? Dass man den Weg wenigstens noch sieht. Ich hoffe, ich bin dem Ganzen hier gewachsen. Nein, nicht immer ins Wasser, Mensch. Oh. Fick dich, Wasser. Oh, muss ich jetzt tatsächlich hier eine Brücke rüberbauen? Ja, komm. So, und ja. Ja, was ist das denn? Egal, weiter. Okay, hier ist nichts. Hier ist schon wieder Wasser. Da oben ist, Sackgasse. Was soll denn das? Ich will hier mal richtig ordentliche Gegner finden, irgendwie. Nicht immer bloß hier so eine Fusselkrebse und so ein Blödsinn. Oh, wir haben die Folge schon. Komm, wir machen hier gleich weiter. Silber, Kupfer, okay. Guck mal, hier kriegen wir gleich wieder Gold. Also da unten meine ich. So, schwacher Heiltrank. Alles klar. Ich stelle mich mal hier oben rauf. Dann winke ich hier zum Abschied, weil die Folge jetzt zu Ende ist. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh, was haben wir da? Ein Fenster? Oder ein Gemälde? Wir werden es herausfinden, aber in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.